Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash up, get us all dick. From that place where they move away bricks, and the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock tango chains, you still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. Also, Alter, hast du das noch nie gehabt, dass du die Nippel abnimmst? Na! Das sind Geheimtipps. Na, wasch wird jetzt einmal gespannt. Jetzt will ich echt einmal wissen, ob das noch irgendwer von eng da draußen macht. Ob noch irgendwer seine Nippel abklebt. Wenn der Panzer an die Nippel rein. Das okay. Ist unangenehm. Deswegen. Ja, so viel zum Start von Sicklife Video. Servus Eil, wir sind da in Saalbach auf dem Downhiller. Das taugt mir richtig, weil jetzt war es echt schon lang her. Und jetzt hat es sich super ergeben mit dem Glamride. Ich nehme eigentlich ein bisschen mit. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen nur Bikepark-Laps fahren. Wobei haben wir einen Nippelabkleber Lex. Okay, das geht schöner. Das machen wir bitte nochmal. Na, den lassen wir jetzt so stehen. Das ist jetzt seine Spitze nochmal. Komm her. Und hinter der Kamera haben wir Max, jetzt folgt mir. Max Hirnsieb. Kunze, den nennen wir Hirnsieb, den nennen wir berechtigt Hirnsieb, weil er die ganze Zeit Sachen irgendwo liegen lässt. Ihren Kehrt von Maris durchforscht. Du hast fast deine zwei Drohnen vergessen bei ihm und hast gedacht, du hast alles. Deine Kamera schon mal irgendwo liegen lassen. Auch richtig. Also jetzt haben wir ganz gute Namen und jetzt hat er die Song. Jetzt haben wir uns aufs Radl. Wir haben die Race-Drohne mit, von dem her bin ich schon gespannt. Viel Spaß. Yo! Ready? Nicht ready. Na egal. Ready oder nicht ready, Max? Was haben wir? Yo! Fotograf auch zufrieden? Fotograf tipptopp. So muss das. Ist richtig geil. Jetzt geht's wieder los. Okay, der hat es dies. Jo! Ah, wenn der Manager hier durch den Bikepark ballert. Alter, der kommt ja geraced. Aber übel. Die Airline ist wieder back. Also es ist echt Zinn, das aber irgendwie sind wir wieder geil. Ich mache da über das Wochenende verteilt 2-3 Autogrammstunden. Freut mich wieder echt, dass sowas wieder möglich ist nach so einer langen Zeit. Und gut, Masters of Dirt war eh schon wieder krank, wie viele da Leute waren. Und eben, jetzt halt Glamride wieder. Geleck. Wie viele sind? Das sind echt. Ach du. Oh. Danke. Ja, genau. Take back what you took from me in the first place. Das kommt ins Video, versprochen. Give back what you took. Eh, gemütlich. Einmal frei. Perfekt, ihr habt die Straßen aufgerufen.
Ja, magst du das selber, oder? Absolut geil. Eigentlich wollte ich immer ein Zweirad haben, ja. Aber da wartest du ja ewig drauf. Ja, eben. Ist schwierig, verfügbar, dann gab es das hier. Carbonrahmen, perfekt. Ne? Also bin ganz zufrieden. Cool. Wirklich. Aber frag uns, was damit hält. Super geil, danke. Wie geht's euch? Gut, gut. Freut euch? Ja. Wie lange seid ihr schon hier? Weiß ich nicht. Ja. Max. Alessandra Elbrings am Canyon Collective Stand. Sandsack werfen, oder? Oder wie heißt das so? Na! Was für ein Zimmer hat er gesagt? 403. 403? Getting tired of hearing all these noises in my head. I can't seem to make them go away. Getting tired of hearing all these noises in my head. I'm losing faith in myself. Den machen wir immer sonntags beim Game Ride Festival. Den hat man auf Facebook, hat den gewinnen können. Und ich glaube, jetzt haben wir 15 oder so, auf die haben wir es limitiert. Jetzt fahren wir mal auf. So, bitte. Okay, dann noch nichts. Okay. So, das war's vom Game Ride. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt beim Zuschauen. Es war wieder mal ein fantastisches Wochenende. Ich glaube, 3 Jahre, 2019 war das letzte Mal, jetzt wieder so ein Event zu haben, wo so viele Leute da waren. Die Autogrammstunden war ja komplett geisteskrank. Deswegen hat mich gefreut, euch alle zu sehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir waren wieder 4 auf dem Rad unterwegs. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.